Hey, hallo, hier ist der Werner und ich möchte dir heute ein Programm zeigen, wo du Dateien, Fotos, Videos und so weiter ganz schnell ohne iTunes auf dein iPhone bringen kannst. Dieses Programm heißt AnyChance, einfach googeln unter AnyChance oder auf der Webseite www.imobi mit langem i.de findest du das Programm. Man kann eine Testversion runterladen, da kannst du dann 30 oder 40 Dateien oder 50 Dateien auf dein Handy bringen und das testen, ob es dir zusagt. Oder du kaufst das Programm um $40. Ich habe das auch mir gekauft und dann kannst du unendlich viele Dateien auf dein Handy spielen. Und zwar geht es ganz einfach. Ich zeige dir das jetzt. Du öffnest dieses Programm, schließt dein Handy ganz normal mit dem Kabel an. Das dauert dann 2, 3 Minuten, bis das alle Inhalte und so weiter geladen sind. Und dann gehst du einfach hier auf Inhalte hinzufügen, auf dieses Plus, suchst dir die Datei, wo sie liegt, in dem Fall bei mir auf dem Schreibtisch. Ich möchte das neue Calvin Hollywood Hörbuch, kommerzielle Porträtfotografie, schnell auf mein Handy bringen. Geh nur hierher auf Öffnen. Das Programm sucht automatisch, ob das eine Musikdatei, Videodatei oder so oder ähnliches ist, sucht sich das automatisch, wo das hingehört, in dem Fall unter Musik, weil es ja ein Hörbuch ist. Und man kann es hier nochmal kontrollieren, ob es auch die richtige Datei ist und so weiter. Und dann kann man hier einfach auf dieses Hinzufügen drücken. Und dann dauert es ein paar Sekunden, bis das auf dem Handy ist. Sobald es dann drüben ist, kannst du ganz normal mit der Music-App diese Datei abspielen und das Hörbuch anhören. Also funktioniert tadellos. Man kann mit dem Programm noch viel, viel mehr machen. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. In diesem Fall geht es ganz schnell, eine Datei aufs Handy bringen ohne iTunes. Also, ich hoffe, das Programm ist was für dich und ja, viel Spaß damit. Bis bald.